haben wir doch gerade gemacht. Was that Paladin Brandes Team? Ja, war das Paladin Brandes Team? Habe sie gefunden, sie sind tot. Right, right, Paladin Brandes Team. Ja, richtig, richtig, Paladin Brandes Team. Ja. Das Team von Paladin Brandes? Ganz richtig. Du weißt etwas. Erstatte Bericht. Details bestätigen? Ja, berichten. Paladin Brandes war der einzige Überlebende. Brandes, was ist mit ihm geschehen? Kenny, ja, kann er der Bruderschaft wieder beitreten? Ich weiß nicht, warum das hier auf Englisch ist. Wahrscheinlich sind das so die ersten Dialoge, die wir finden, die nicht komplett übersetzt wurden mit der volle Dialogmod. Ich habe ihn überredet, zur Bruderschaft zurückzukehren. Er ist labil, Rückkehr, ja, kann er wieder beitreten. Ich habe ihn überredet, zur Bruderschaft zurückzukehren. Gut gemacht. Er wird Probleme haben, sich wieder an das Leben in der Bruderschaft anzupassen, aber seine Erfahrung wird uns nutzen. Nun gut, gibt es sonst noch was? Da ist er jetzt echt positiv überrascht. Ja, Holobänder. Wir haben Holobänder von Ihnen. Möchtest du Ihre Holobänder haben? Danke. Ich sorge dafür, dass die Angehörigen sie erhalten. Ja, Erinnerung? Wie wird die Bruderschaft Ihrer gedenken? Sie haben sich der Mission tapfer gestellt. Sie haben ehrenhaft gegen alle Widrigkeiten gekämpft. Sie lebten und starben gemeinsam. Als Brüder. Das bedeutet es, ein Mitglied der stählernen Bruderschaft zu sein. Eigentlich nichts. Das wär's. Ja, das ist alles. Das ist alles. Ich schreibe einen Bericht für den Ältesten. Außerdem möchte ich dir eine neue Rüstung geben. Trag sie mit Würde. Standhafte SB-Kampfrüstung. Verleiht mehr Energie und Schadenresistenz, je niedriger deine Gesundheit. Bis zu plus 35. Wow! Ja, da steht Stelle in der Bruderschaft. Aber auf dem Ding ist jetzt noch nicht das Logo zu erkennen. Aber ich denke mal, da wird es drauf sein. Das war keine einfache Mission, Ritter. Gut gemacht. Im Augenblick habe ich dringendere Angelegenheiten, die deine Aufmerksamkeit erfordern. Ich habe Berichte über verschwundene Vorräte aus unserem Versorgungslager am Flughafen erhalten. Ist vielleicht ein internes Vergehen. Ein internes Vergehen? Gibt es Verdächtige? Falls ja, ist das ein schweres Sicherheitsrisiko. Du machst mir Sorgen wegen Kleindiebstählen? Die Gelehrten sollen sich darum kümmern, ja. Ein internes Vergehen? Gibt es Verdächtige? Wir reden hier über Verrat. In solch einem Fall ist man sich sicher oder nicht. Bis dahin ist jeder ein Verdächtiger. Ich möchte, dass du die Untersuchung leitest. Melde dich bei Ritter Sergeant Gavil auf der Basis. Er befehligt unsere Logistikabteilung. Er erklärt dir alles über seine Einheit und das Lager. Darüber hinaus kannst du die Untersuchung nach Belieben führen. Melde deine Erkenntnisse direkt an mich. Ist das klar? Wird gemacht. Sollte ich sonst noch etwas wissen? Ja, Sir, ich habe andere Aufgaben. Muss ich meine Untersuchung geheim halten? Ja. Muss ich meine Untersuchung geheim halten? Dafür ist es zu spät. Die Gerüchte kursieren schon. Sergeant Gavil und sein Team erwarten dich bereits. Das macht deine Aufgabe nur noch schwieriger. Wer es auch war, er hatte Zeit, sich vorzubereiten. Sehr schlecht organisiert. Ja, Sir. Ich erwarte Ergebnisse. Bring sie mir. Wegtreten. Ja, ich glaube, ihr war gerade so ein bisschen beeindruckt, ja? Ey, ja, ich habe hier eine Aufgabe. Und ich so, ey, ja, und? Habe ich schon gelöst. Nicht schlecht, vor allem war das ja jetzt nichts, was jeden Tag passiert. Gut. Wollen wir dem direkt mal nachgehen? Dann können wir wieder Detektiv spielen. Sprich mit Sergeant Gavil, dann suchen wir den Pümmel doch mal. Ja, der ist ja wohl hier draußen wieder. Hast du schon mal mit einer Minigun geschossen? Zerfetzt wilde Ghule wie Papier. Ich weiß. So. Ja, die Basis ist unten. Allerdings wurde mir etwas ans Herz gelegt, das ich doch jetzt gleich mal ausprobieren muss. Yo! Wow! Holy shit! Ja, das ist geil. Ja gut, dann Sergeant Gavil ist plötzlich viel näher als vorher. Yo, Sergeant Gavil, da bin ich schon. Darf ich raten? Captain Kells hat dich geschickt. Das ist korrekt. Das stimmt. Hast du ja das Kommando? So sieht's aus. Ich sehe mich nur um. Der Captain hat gesagt, du könntest mir was über die verschwundenen Vorräte erzählen. Der Captain hat gesagt, du könntest mir was über die verschwundenen Vorräte erzählen. Ziehen wir uns dafür lieber zurück. Komm mit. Ja, wir machen mal unsere super Leuchten an, damit wir... Aus diesem Abschnitt des Terminals haben wir unser Hauptversorgungslager gemacht. Alles, was die Bruderschaft benötigt, läuft hier durch. Vorräte von der Pritwin, Bergungsgüter, wir kümmern uns darum. Der Zugang ist beschränkt auf die Logistikabteilung. Und wir verfolgen jede Kiste, jede Kugel und jeden Bolzen zurück, der durch diese Tür kommt. Das Ding ist, wir waren auch schon hier drin, um Sachen mitgehen lassen. Daher kann ich solche Anschuldigungen überhaupt nicht leiden.
Ich kenne jeden Soldaten in dieser Einheit. Der Gedanke, dass jemand ihre Loyalität anzweifelt, ist abstoßend. Wenn du Fragen hast, nur zu. Ansonsten steh uns nicht im Weg. Achte auf deinen Ton, Sergeant. Sir. Ja, wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Erzähl mir von der Logistikabteilung. Das ist erstmal alles. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ja. Wo soll ich mit meiner Untersuchung beginnen? Nirgendwo. Das ist reine Zeitverschwendung. Ich habe mit meinen Leuten gesprochen. Sie haben nichts gesehen. Tegans Gelehrte haben mal wieder die Bücher durcheinander gebracht. Wenn du jemanden befragen willst, nerv Lucia oder Clark. Die kann ich entbehren. Lucia und Clark? Lucia und Clark. Ritter Lucia und Anwärter Clark. Sie wurden vor einigen Wochen hierher verlegt. Sie machen sich noch mit allem vertraut. Aber bald habe ich sie soweit. Wenn du jemanden nerven musst, dann nimm die beiden. Ja, die Logistikabteilung. Erzähl mir von der Logistikabteilung. Ich leite diese Einheit seit fast 10 Jahren. Wir sind eine kleine Gruppe. Wir halten zusammen. Und wir halten die Bruderschaft am Laufen. Ja, und die Vorräte? Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Es fehlen mehr als 20 Kisten, wenn man den Gelehrten glaubt. Nur Nahrung, Dörrfleisch, Instapüree, Mac. Das ergibt keinen Sinn. Man würde doch Waffen oder Technologie stehlen. Aber unser Dieb macht sich die ganze Mühe für Unmengen von Cram. Okay. Das ist erstmal alles, Sergeant. Mein Ratschlag? Stoche ein bisschen rum, dann sag dem Captain, er soll es lassen. Ist deine Zeit nicht wert oder meine? Ja, klingt erstmal nach Verweigerung der Befehlskette. Weil wir haben ja einen Auftrag, aber wir gucken mal, dass wir hier alles rauskriegen. Wir sorgen mal dafür, dass wir ein bisschen mehr Charisma haben. Nur für den Fall, dass wir wieder auf einen Speech-Check kommen. Deswegen Charisma, nee, das ist Minus. Wir suchen Bier oder so. Wir haben nichts, das uns mehr Charisma gibt. Okay. Na gut, kriegen wir schon so hin. Kannst du mir sagen, wo... Oh, tut mir leid. Wir kennen uns noch nicht. Ritter Lucia, Logistik. Was kann ich für dich tun, Ritter? Hättest du Zeit für ein paar Fragen? Ich führe eine Untersuchung über die verschwundenen Vorräte. Ein paar Fragen zu den verschwundenen Vorräten, ja. Hast du Zeit für ein paar Fragen? Oh, du musst wegen der verschwundenen Vorräte hier sein. Ich weiß nicht, ob ich eine große Hilfe bin, aber was willst du wissen? Ja, Sicherheitsmaßnahmen. Wie sind hier die Sicherheitsmaßnahmen? Streng. Mindestens 2 Ritter und 1 Gelehrter sind immer im Dienst. Und die gesamte Basis gibt es auch noch. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Logistik? Wie ist das so in der Logistik? Gar nicht schlecht hier. Sergeant Gavel ist hart, aber ich habe schon viel gelernt. Manche Leute mögen es wohl und manche nicht. Wie Clark. Machen wir gleich. Erstmal zurück zu den Sicherheitsmaßnahmen. Kann man diese ganzen Sicherheitsmaßnahmen umgehen? Man muss bei der Logistik sein. Nur wir sind autorisiert, Vorräte rein oder rauszubringen. Und dann? Eine komplette Kiste mit Vorräten bekommt man nicht von der Basis. Bei all den Patrouillen würde das auffallen. Aber warum sollte man überhaupt was stehlen? Die Bruderschaft bietet alles, was wir brauchen. Niemand hier hat eine Verbindung zum Commonwealth. Ich weiß es nicht. Nichts davon ergibt einen Sinn. Ja, was ist mit Clark? Was ist mit Clark? Wir sind beide vor ungefähr 2 Jahren zur Bruderschaft gekommen. Wir treffen uns immer wieder. Neue Rekruten und so. Ja, die Vorräte. Weißt du etwas über die verschwundenen Vorräte? Eigentlich nicht. Wohl hauptsächlich Lebensmittel. Und Röhren? Nein, die sind einfach so verschwunden. Was für Röhren? Es sind Röhren verschwunden? Wie oft verschwinden hier Vorräte? Jemand hat sie wohl einfach an der falschen Stelle einsortiert. Clark hat sie am nächsten Tag gefunden. Kleinere Fehler passieren, aber nichts Großes. Der Sergeant beschwert sich vielleicht, aber Proctor Tegan und seine Gelehrten sind sehr gründlich. Maximal 1-2 Kisten, aber nicht so viele. Klingt nach Schmuggel. Das ist erstmal alles. Sag Bescheid, wenn du noch was brauchst. Also, wo war ich? Bei Kupfer. Aber gut, du wolltest Kupferdrähte. Wir reden mal mit Clark. Bist du wegen der Diebstähle hier? Ich hab Sergeant Gavel schon alles gesagt. Du hast schon mit Gavel gesprochen? Du hast schon mit Gavel gesprochen? Er hat die ganze Einheit befragt. Keiner hat etwas gesehen. Also, ich möchte dem auch auf den Grund gehen. Was willst du denn wissen? Ja, die Sicherheitsmaßnahmen. Wie sieht es mit den Sicherheitsmaßnahmen aus? Wir sind in einer befestigten Militärbasis, die ständig bewacht wird. Nichts kommt hier rein oder raus, ohne dass wir es erfahren.
Nichts? Glaubst du wirklich, die Basis ist so sicher? Ja, und selbst wenn jemand ins Vorratslager kommt, sind ständig Ritter im Dienst. Wir würden was sehen. Ja, die Logistikeinheit. Erzähl mir von der Logistikeinheit. Wir sind etwa 10 Leute, irgendwas in der Art. Unsere Abteilung untersteht Pod der Tegan auf der Pridwin. Sergeant Gavel ist für das Tagesgeschäft verantwortlich. Er arbeitet seit Jahren in der Logistik. Neben dem Sergeant gibt's noch Lucia, mich, die Gelehrten und ein paar andere Ritter, die nicht kampftauglich sind. Ja, er ist einfach zu überreden. Ja, Lucia. Lucia. Entschuldigung, Ritter Lucia. Wir sind der Bruderschaft gemeinsam beigetreten. Sie kommt wohl bald in ein Patrouillenteam, während ich hier bleibe. Also die sprechen sich beide mit Vornamen an, also vielleicht läuft da was. Na gut. Verschwundene Vorräte. Erzähl mir von den verschwundenen Vorräten. Ich weiß wirklich nichts. Ich habe die Gerüchte gehört, wie alle anderen auch, aber das war's. So, ja, wir können nochmal fragen. Lucia. Entschuldigung. Aber ist dasselbe, okay. Welche Gerüchte? Welche Gerüchte hast du gehört? Dass jede Nacht Raider mit Stealth Boys kommen. Und dass Vorräte schneller verschwinden, als wir sie auffüllen können. Das ist alles Müll. Ich arbeite normalerweise nachts. Glaub mir, da stirbt man höchstens an Langeweile. Na gut, das ist alles. Das ist alles, Anwärter. Ritter. Ja, wir sprechen nochmal mit Gavel über die Geschehnisse. Wir haben ja ein Wenn bisschen du was erfahren. Dokumente findest, solltest jo. Sergeant Gavel? Nichts gefunden? Lancer Captain Kertz ist einer der besten Offiziere, unter denen ich je gehen durfte. Ich habe jeden Soldaten in der Einheit befragt. Ich habe nichts gefunden. Du wirst nichts finden. Wenn du unbedingt weitermachen willst, nerv meine Leute nicht, sondern such nach handfesten Beweisen. Du hast die Unterstützung des Captains. Du kannst jede verdammte Koje auf der Pridwin durchsuchen und niemand würde dich aufhalten. Also, brauchst du noch irgendwas von mir? Ja, ich würde sagen, das machen wir doch einfach. Ich bin stolz. Hier können wir wahrscheinlich nichts untersuchen. Mir reicht es mit wir gucken mal in sein Inventar. Clarks persönlicher Schlüssel. Das gibt's. Wo ist denn Lucia da? Sie hat auch einen persönlichen Schlüssel. Na schön. Also ich glaube, die beiden, die haben was am Laufen. Nicht unbedingt miteinander, aber mit der Sache, die hier abgeht, da bin ich mir ziemlich sicher. Hier sehe ich jetzt erstmal nichts, deswegen denke ich, wäre das Beste, wenn wir erstmal wieder hoch auf die Pridwin gehen und gucken, dass wir von da aus weitermachen. Das soll sicher sein? Wenn jeder Schmock von hier aus reinkommen kann? Ich glaube nicht, dass das so geplant ist, ja? Was haben wir hier? Metallkiste. Ein Seesack. Das sieht auch schon sehr verdächtig aus. Da kann man was drin bunkern. Und da kann später in der Nacht das jemand abholen. Also alles sehr kurios hier. Das muss man sagen. Na gut, gehen wir mal weiter. Kann man da noch was dran machen? Milchautomat. Boah, kommt nichts raus. Schade. Ja, wir gehen mal wieder hoch. Ich würde sagen, am schnellsten ist es, wenn wir da wirklich die Schnellreise für nehmen. Weil eine Ladezeit kommt so oder so. So, und dann würde ich sagen, gehen wir einmal rein, um halt wirklich die persönlichen Kojen zu untersuchen. Wenn er sagt, wir haben die volle Unterstützung und können machen, was wir wollen, dann machen wir das nämlich auch. Denn wir sind die super coolen Allesuntersucher. Und deswegen werden wir super cool alles untersuchen. Klingt soweit erstmal ganz logisch. So, wir sind jetzt wieder auf dem Hauptdeck, wo wir Dance abgestapelt, aufgehoben haben. So, aber hier geht es ja noch weiter mit den ganzen Sachen. Sämtliches Personal, dessen jährliche medizinische Untersuchung noch aussteht, sollte unverzüglich bei Ritter Captain Kate einen Termin vereinbaren. Ja, wir können die Sachen einfach so aufsuchen. Also knacken, das stört ja keinen. Wir haben anscheinend wirklich volle Handlungsfreiheit. Das ist erstmal ganz cool. So, das wird sein, oder? Nee, hier. Millimeter. Na gut, geht doch. Cool. Lucias persönlicher Schlüssel von Lucia. Ja, was bringen Sie einem in der Grund? Was sagt er? Und Ausbildung nicht bei. Ja, sowas kann nur ich, Dance. Da staunst du, ne? Pass mal auf, das Schloss hier ist noch viel schwerer und das kriege ich auch auf. Ich meine, er hat keine Ahnung, ich könnte ihm alles erzählen. Das war weiter weg. Okay, dann wird's hier sein.
So. Das wär's.